Hey Leute, vor kurzem hat Apple das 10-jährige Jubiläum des iPhones gefeiert und hat uns allen nicht nur das iPhone 8, sondern auch das revolutionäre iPhone 10 vorgestellt. Dieses Gerät ist jetzt seit wenigen Tagen im Verkauf und gibt uns Anlass, einmal zurückzublicken und zu schauen, wie sich die iPhones in den letzten Jahren verändert haben. Los geht's! Nummer 8. Das erste iPhone wurde am 9. Januar 2007 vorgestellt und am 9. November startete dann der Verkauf bei uns in Deutschland. Das erste iPhone kostete damals gerade mal 399 Euro und war damit knappe 750 Euro günstiger als das neue iPhone 10. Schon ziemlich krass, wenn man da mal drüber nachdenkt. Außerdem gab es auf dem iPhone 1 noch keinen App Store, keinen Fingerabdrucksensor, kein GPS und auch keine Videofunktion. Aber hey, das Ganze ist halt auch schon 10 Jahre her und dieses Gerät legte trotz all der Fehler, die es vielleicht hatte, den Grundstein für das, was heute für uns alle selbstverständlich ist. Danke dafür, Steve Jobs. Und die Nummer 7. Ein Jahr später kam dann das iPhone 3 bzw. 3G. Natürlich steht die Bezeichnung hier für die Unterstützung des 3G-Mobilfunkstandards, also im Klartext schnelleres Internet, mit dem dann auch der heute nicht mehr wegzudenkende App Store Einzug ins iPhone fand. Ein Jahr später, also 2009, kam dann im Übrigen zum ersten Mal ein S-Modell heraus, also das iPhone 3GS. Dieses Gerät brachte zum ersten Mal die Videofunktion auf das iPhone. Dazu kamen mehr Geschwindigkeit und die Sprachsteuerung, die wir heute alle unter Siri kennen. Weiter geht's mit der Nummer 6. 2010 kam dann das dritte iPhone heraus, das iPhone 4. Moment mal, macht das Sinn? Egal. Neben dem neuen Design und dem Retina-Display mit wesentlich mehr Pixeln hatte das iPhone 4 als erstes iPhone eine Frontkamera, Multitasking und viele weitere Verbesserungen. Manche behaupten, dass dieses Gerät das bedeutendste iPhone der Geschichte war. Also bis zum iPhone 10 zumindest. 2011 kam dann auch von diesem Modell eine S-Version raus. Die Kamera wurde auf 8 Megapixel aufgestockt und der Sprachassistent bekam mit iOS 5 neue Funktionen und wurde offiziell Siri getauft. Hey Siri! Okay, sorry an alle iPhone-Nutzer, der musste sein. Aber bleiben wir mal fair. Alexa! Hey Google! So, weiter geht's. Und die Nummer 5. 2012 kam dann das iPhone 5. Das Design ähnelte dem des 4er-Modells. Das Display war jedoch größer und brachte dem Homescreen eine neue Reihe von Symbolen. Außerdem war dies das erste Gerät mit dem heute immer noch aktuellen Lightning-Anschluss. Krass, schon 5 Jahre gibt's den jetzt. Auch dieses Modell bekam dann ein Jahr später wieder ein S-Upgrade. Dieses brachte den Fingerabdrucksensor, einen 64-Bit-Prozessor und ein stark überarbeitetes iOS 7 mit sich. Und die Nummer 4. Im Jahr 2014 erschien dann das iPhone 6, dessen Design länger überstehen sollte, als es je jemand gedacht hätte. Selbst das neue iPhone 8 orientiert sich immer noch sehr stark daran und ist von vorne kaum zu unterscheiden. Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr 2 Modelle mit unterschiedlichen Displaygrößen. Die Kamera bekam ein riesengroßes Upgrade und die Einführung von NFC ermöglichte den neuen Dienst Apple Pay, der leider immer noch nicht in Deutschland eingeführt wurde, nach 6 Jahren. Und ja Leute, auch hier kam ein Jahr später dann das S-Modell heraus. Einzige nennenswerte Änderung, Force Touch. Die ermöglicht durch unterschiedlich festes Drücken verschiedene Menüs zu öffnen und Funktionen abzurufen. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 3. 2016, also gut vor einem Jahr, kam dann das iPhone 7 raus. Das Design war wieder das gleiche wie schon beim iPhone 6 und 6S. Und eine der wenigen Neuerungen war, dass der Home-Button nun nicht mehr gedrückt wird, sondern ebenfalls mit Force Touch funktioniert. Dazu kam die legendäre Porträtfunktion, die die neue Dual-Kamera ermöglicht hat. Nummer 2. Wir schreiben das Jahr 2017 und Apple präsentiert uns gleich 2 bzw. sogar 3 neue Smartphones. Zum iPhone X kommen wir gleich im nächsten Punkt. Mann, dieser Name, iPhone 10, iPhone X, iPhone 10. Zum iPhone 10 kommen wir gleich im nächsten Punkt. Das iPhone 8 bzw. 8 Plus unterstützt nun endlich Wireless Charging und hat daher auf der Rückseite Glas statt Metall. Das Design ist immer noch fast dasselbe wie beim iPhone 6 und neben Verbesserungen an Prozessor und Kamera hat sich seit dem iPhone 7 nicht wirklich viel geändert. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Alles ist neu. So scheint es zumindest beim iPhone 10. Doch die meisten dieser Neuerungen waren ja gezwungenermaßen notwendig, weil das neue Design wichtige Elemente wie den Home-Button verschwinden ließ. Hardware-technisch gibt es kaum Unterschiede zum iPhone 8. Einzige Ausnahme ist das AMOLED-Display und die Sensoren für die Gesichtserkennung. Alle softwaretechnischen Änderungen dienen im Großen und Ganzen dem Ersatz des Home-Buttons. Dennoch, das iPhone 10 war längst überfällig und bringt ein neues, frisches und zukunftsorientiertes Design mit sich, was uns, wie wir Apple kennen, auch in den nächsten Jahren treue Dienste leisten wird. Apple wird das iPhone 10 nun in den nächsten Jahren immer weiter perfektionieren, auch wenn es das perfekte Smartphone vermutlich niemals geben wird. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr das Thema informativ fandet, lasst uns gerne einen Daumen hoch da, so wissen wir Bescheid. Hier könnt ihr euch jetzt noch geheime WhatsApp-Funktionen anschauen, die bestimmt nicht jeder von euch kannte, auch ein wirklich interessantes Video. Das war's mal wieder für heute, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal, ciao.